Zur mittlerweile 16. Montagsmahnwache hier in Saarbrücken, Friedensmahnwache für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Es freut uns sehr zu sehen, dass auch viele andere Menschen auch für den Frieden in der Welt auf die Straße gehen und jeder ist hiermit herzlich eingeladen. Ich möchte euch bitten, hier wieder vor die Bühne mitzukommen, sonst stehe ich verkehrt rum. Fangen wir an mit der Eröffnungsrede. Wie jedes Mal. Eröffnungsrede der Mahnwache in Saarbrücken. Wir heißen alle Menschen von Herzen willkommen, die in der Lage sind, friedlich Mahnwoche zu halten. Denn Gewaltfreiheit ist unserer Ansicht nach der einzige Weg zu nachhaltigem Frieden. Wir möchten alle hier Anwesenden um ein paar Sachen bitten. Wenn irgendjemand anfängt zu pöbeln, zu randalieren oder irgendwie Gewalt anzuwenden, wenn vermummte Personen erscheinen, wenn jemand Parteiwerbung oder mutmaßliche Hetzschriften verteilt, bleibt bitte friedlich und sagt umgehend einem Ordner Bescheid, dieser wird bei Bedarf die Mitarbeiter der Polizei informieren. Wir möchten hier keinerlei Gewalt und keine Extreme, keinen Fanatismus und keine Diskriminierung. Ansonsten kann und soll jeder Mensch seine Meinung haben und auch vertreten dürfen, solange dieser Mensch in der Lage ist, hier Frieden vorzuleben, anstatt nur davon zu reden. Diese Veranstaltung ist unparteilich und unreligiös und wird es auch bleiben. Wir dulden hier keine Partei-, Vereins- oder Nationalfahnen, da diese nur Grenzen aufrechterhalten und zur Spaltung der Menschen beitragen. Jeder trägt für seinen inneren Frieden selbst die Verantwortung, denn dieser Friede kann genauso wie Moral, Ethik und Solidarität nur aus eigenem Herzensgrunde und Überzeugung erwachsen. Wir begrüßen alle freien Männer und Frauen und Kinder, die heute hergekommen sind, um für unser aller Frieden einzustehen. Wir begrüßen alle mutigen Menschen mit dem Willen zur Veränderung, ungeachtet ihrer Hautfarbe, Herkunft und Nationalität, egal welcher Religion, welchen Glauben und welcher sexuellen Orientierung sie nachgehen. Jede Meinung ist es wert, gehört zu werden, solange sie im Zeichen des Friedens miteinander steht. Jeder Gedanke soll gedacht werden dürfen und jede Erkenntnis, welche dem Menschen und dem Frieden dient, soll eine Bühne haben dürfen. Wir begrüßen gegensätzliche Meinungen in tiefen Respekt. Denn nur durch diese Gegensätze und Unstimmigkeiten können wir uns noch sicher sein, dass wir nicht völlig gleichgeschaltet und verblödet sind. Deshalb gilt es, diese Unterschiede, die uns als Menschen ausmachen, zu pflegen. Und es sollte unser aller Anspruch sein, allen friedlichen Meinungen, Erkenntnissen und Anschauungen, so verschieden sie auch sein mögen, in Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen. Wir möchten die Welt nicht schwarz malen, sondern sie an menschlichen Idealen neu beleben. Wir möchten Systemfehler aufzeigen und jeden Menschen ermahnen, einmal genauer hinzusehen. Es wäre schön, wenn wir uns alle hinsetzen. Wie gesagt, sind alle herzlich willkommen, um eine friedliche Atmosphäre auszustrahlen. Ja, danke sehr. Ja, auszustrahlen. Wir dürfen und sollen hier ruhig auch Freude haben. Und wünschen uns eine schöne Zeit, in der Menschen sich auf Augenhöhe begegnen und respektvoll miteinander umgehen. Möge der Wille zum Frieden über den unterschiedlichen Meinungen stehen und zu einem anregenden Austausch und intensiven Freundschaften führen. Herzlich willkommen. Ich wünsche euch allen eine weitere erfolgreiche, informative, schöne Mahnwache. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben jetzt einen Redebeitrag von Thomas vom Friedensnetzwerk. Ne? Ups, ich habe gar nicht gedacht, dass ich so schnell dran komme, obwohl ich gedrängelt habe. Hallo zusammen. Mein Name ist Thomas Hagenhofer. Ich spreche hier für das Friedensnetz Saar. Ne? Ein Friedensbündnis, das seit langen Jahren hier im Saarland aktiv ist. Gegen Rüstung, gegen Krieg. Und ich möchte heute zum Krieg in Gaza reden. Eigentlich ist das schon falsch, weil es ist eigentlich kein Krieg, weil dann geht man normalerweise davon aus, dass es zwei Parteien sind, die überhaupt in der Lage sind, gegeneinander Krieg zu führen. Im Moment sieht das Ganze eher nach einem Massaker an der Zivilbevölkerung in Gaza aus. Eine Zahl, die heute bekannt geworden ist, 80% der Opfer sind zivile Opfer in diesem Krieg. Das ist nochmal der Beleg dafür, dass das, was wir sagen, richtig ist. Ich will, bevor ich auf die aktuellen Entwicklungen eingehe, noch etwas zu den Ursachen sagen.
Man kann nicht über Israel-Palästina reden, ohne die historischen Zusammenhänge zu thematisieren. Wir in Deutschland dürfen nicht vergessen, die Vernichtung der Juden, aber auch von Sinti und Roma in Europa ist ein so monströses Verbrechen, dass es dafür keinen Vergleich gibt. Es kann niemals gegen anderes Unrecht aufgewogen werden. Wir, die Nachgeborenen, tragen daran keine persönliche Schuld, aber eine große Verantwortung. Deswegen sagen wir, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Die Vernichtung der Shoah, die Vernichtung der Juden, die Shoah, ist auch der Urgrund für das Leiden der Menschen im Nahen Osten heute. Denn auch wenn es nicht in der israelischen Geschichtsschreibung vorkommt, die Nakba, die Vertreibung der Bevölkerung Palästinas nach dem Zweiten Weltkrieg, ist eine historische Tatsache. Es wurde in der Geschichtsschreibung versucht, vergessen zu machen, dass dort Menschen gelebt haben, die vertrieben worden sind. Das ist die Wahrheit, die sich auch in Israel durchsetzen muss, damit endlich es zu einem gerechten Frieden kommen kann. In Wahrheit wurde der verständliche Wunsch nach einem eigenen Staat Israel von den europäischen Großmächten auf Kosten der Menschen in Palästina erfüllt. Das war der Beginn dieser Katastrophe. Als Ausweg heute kann man nur, oder einen Ausweg heute kann man nur in einer Zwei-Staaten-Lösung sehen. Deswegen ist eine wichtige Voraussetzung, dass beide Seiten die jeweilige Staatlichkeit des anderen Staates anerkennen müssen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, damit es dort Frieden geben kann. Das größte Hindernis für diese Lösung liegt aber in der aggressiven Siedlungs- und Besatzungspolitik Israels. In der Abkehr von dieser Politik liegt der Schlüssel zum Frieden. Es muss Schluss sein mit den Hauszerstörungen, mit den ständigen Ermordungen. Seit dem Jahr 2000 sind bis 2013 1400 jugendliche Palästinenser getötet worden. 200 sind inhaftiert. Wie soll aus so einer Situation etwas anderes entstehen als Hass, als gegenseitige Feindschaft, als ein ständiges Drehen dieser Spirale und der Gewalt und des Terrors in beide Richtungen? Die legitimen Sicherheitsinteressen Israels sind mit einer solchen Politik der Gewalt nicht zu verwirklichen. Sie passen geradezu in eine Eskalationsstrategie der Hamas, die einen Einfluss verloren hat im Gazastreifen und die jetzt ihre einzige Chance darin gesehen hat, wieder die Eskalation weiter voranzutreiben. Es sieht so aus, als wollten die Fanatiker und Militärs auf beiden Seiten die Spirale der Gewalt anheizen, um ihren Einfluss und ihre Macht zu sichern. Aber vergessen wir auch nicht, Israel ist ein kapitalistischer Staat, in dem Rüstungsindustrie, in dem es einen militärisch-industriellen Komplex gibt, der von diesem fortwährenden Kriegszustand profitiert. Es gibt eine ganze Industrie, die daran verdient, und das ist ein weiterer Hinderungsgrund für eine friedliche Entwicklung in der Region. Wir fordern Schluss mit diesen einseitigen Politik. Wir brauchen eine atomwaffenfreie Zone im Nahen Osten. Es kann nicht sein, dass diese einseitige Einflussnahme so weitergeht. Was ist nun die Position der Friedensbewegung bei uns, aber auch in Israel? Dazu noch ein Wort. Es vergeht kein Tag, an dem in Israel die Menschen, die sich für den Frieden engagieren, nicht auf die Straße gehen. Sie sind in einer furchtbaren Situation, in einer absoluten Minderheit. Dort gibt es, ähnlich wie in Gaza, eine Welle des Hasses, eine Welle der Gewalt. Und wir sind solidarisch mit diesen Menschen. Wir haben große Hochachtung vor ihnen und wollen hier an dieser Stelle ihnen nochmal unsere Unterstützung sagen. Wir verurteilen den Krieg gegen Gaza ebenso wie die Raketenangriffe der Hamas auf die israelische Bevölkerung. Hauptverantwortlich für die jetzige Situation ist die Weigerung der israelischen Politik,
einen gerechten Frieden in der Region zuzustimmen. Wir sind solidarisch mit allen Menschen in der Region, die sich nach Frieden und Gerechtigkeit sehen und insbesondere mit den mutigen Friedensaktivisten, die sich gegen Gewalt und Hass stellen. Wir sagen und wir fordern: Die Waffen nieder sofort. Stopp das Blutvergießen. Stopp die verbrecherischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Weg mit der Mauer in der Westbank. Schluss mit der Blockade von Gaza. Besatzung beenden und sofortige Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung mit allen Beteiligten. Man kann nur Frieden mit seinen Feinden machen. Es reicht nicht zu sagen, wir wollen Frieden und verhandeln nicht mit der Hamas. Wir brauchen die Verhandlungen und wir müssen zu einem gerechten Frieden für Israel und Palästina und für eine Entwicklung, eine soziale und friedliche Entwicklung aller Beteiligten in dieser Region kommen. Das ist die einzige Möglichkeit, um hier in dieser Region endlich den Menschen eine friedliche Zukunft zu ermöglichen. Vielen Dank.